Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Farm Manager. Wir sind immer noch dabei im Milchtal ziemlich viele Sorten von Milch zu produzieren. Wir haben ja die Kühe, dadurch bekommen wir ja die Kuhmilch. Jetzt sollen wir noch Ziegenmilch produzieren und verkaufen. 1000 Liter. Schafsmilch 500 Liter und Schafsmilch auch 500 Liter verkaufen. Dafür bekommen wir einen Bonus von 20.000. Da sind wir jetzt dabei, beziehungsweise in der letzten Folge haben wir ja schon mal die Ziegen gekauft. Jetzt fehlt uns nur noch ein bisschen das Budget für die Schafe. Ja. Unsere Felder dauern noch ein bisschen, bis sie reif sind. Mit den Futterrüben. Einpflanzung dauert an, okay. Die anderen beiden auf jeden Fall, also hier Hafer und Gras, sind auf jeden Fall schon angesät. Jetzt brauchen wir nur noch ein wenig Milch. Weise Arbeiter zu Silage, ja. Werde ich dann machen, wenn wir die erste Ernte eingefahren haben, dann werde ich das garantiert gerne machen. Wir gucken mal, was wir noch verkaufen können. Okay, nee, Butter ist das. Butter, 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 Butter. Das gibt auch wieder ein bisschen Geld. So, ja, ein bisschen zur Lohnzahlung haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Wir wollen kaufen Schafe. Weizen haben wir nicht, Soja haben wir nicht, Erbsen haben wir nicht, Hexenblut haben wir nicht, das ist schlecht. Das heißt, wir legen noch ein Feld mit Weizen an, wenn wir das benötigte Kleingeld dafür natürlich haben. Aber erstmal kaufen wir uns 10 Tiere. Und dann warten wir mal gespannt. Kein Futter mehr? Hab ich nichts mehr im Lager? Doch, ich habe noch ein bisschen was auf Lager. Was schlägt er mir denn vor? Karotten. Okay, kaufen wir einfach mal. Ich weiß zwar gerade nicht. Ah, hier. Ha! Bei den Ziegen habe ich Karotten angeschaltet und keine Futterrüben. Die nehmen wir mal lieber wieder raus. Stroh dürfen wir ja bald haben. Dann können sie auch Stroh kriegen. Also Karotten und Weizen müssen wir mal. Wie teuer wird das Feld? 12.500, sagen wir mal. Gut, wir brauchen jetzt 12.500 Euro für ein weiteres Feld. Das heißt, wir spulen einfach mal ein wenig vor. Hä? Wie ist das jetzt mit der Futterrübe? Die wird immer noch angepflanzt, okay. Haben wir denn jetzt wieder was zu verkaufen? Ja, wir haben Käse. Karotten wollen wir nicht verkaufen. Ziegenmilch können wir schon verkaufen. Butter ist auch gerade angekommen, auch weg. Jetzt habe ich ja Karotte gekauft. Jetzt können sie auch Karotte füttern. Ne? Dann Weizen könnte ich auch kaufen. Soja oder Erbsen. Ich bin für Soja. Dann werden wir das auch mal eben einkaufen, wenn es denn da ist. Gut, wir spulen noch mal ein bisschen vor. Dann schlägt er mir das gleich garantiert vor, dass wir das bitte kaufen. Da wird noch mal das Gras gespritzt. Nee, schlägt er mir nicht vor. Aber das Herbizid ist Bio. Ja. Dann springen wir jetzt aber nochmal vor. Ab auf den nächsten Tag.
einfach mal 2 Tage weiter und dann bin ich gespannt, so, ob wir jetzt wieder was verkaufen können. Nee. Ja doch, jetzt kommt da Milch. Das ist aber Kuhmilch. Da, wie weit, wie viel Liter? Ja, die Produktion hat eigentlich noch genug Liter. Das geht eigentlich noch. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, genau, wir sollen was kaufen. Stroh, Weizen und Gras. Ja, kaufen wir, weil wir noch nichts selber haben. Verkaufen wir aber die Kuhmilch und den Käse. Und spulen noch ein bisschen weiter vor. Ja, hier wird gespritzt. Also die Anfangszeit hier in dem Spiel ist immer wenig zäh. Bis man dann alles selber produziert hat und auch wirklich Geld spart. Es dauert immer ein wenig, wenn man dann die ersten Erträge eingefahren hat, geht das alles ein wenig schneller. So, jetzt haben wir den 23. Was haben wir denn auf Lager? Ziegenmilch, Käse und Butter können wir verkaufen. Das ist auch wieder ordentlich Geld. Da haben wir jetzt 15.000. Das heißt, wir legen ein neues Feld an, wo wir die Karotten ansehen werden. Karottensamen. Gibt es die auch im Bio? Nee, ne? Nur Bio. Wunderbar. Viel Spaß. Dann sparen wir gleich nochmal 15.000 und dann legen wir das noch ein Feld an mit Soja. Ein bisschen Platz hier auf der Karte haben wir ja noch. Da sind die Traktoren auf jeden Fall auch beschäftigt. Sorry, ich war gerade ein wenig abgelenkt. So. Hallo, mein Schatz. So, können wir wieder was verkaufen? Jawohl, wir haben Kuhmilch. Die können wir auch noch verkaufen. Wie ist das denn mit der Produktion? Ja, da sollten wir so langsam wieder Milch hinbringen. Genau, jetzt kommt der Traktor mit dem Pflug. Dann wird das Feld schon mal gepflügt. Dann wird gegruppert, gedüngt und angesät. Das läuft soweit auch alles. Müssen wir aber auch langsam auf die Lohnkosten sparen. Wir spulen einfach mal wieder ein bisschen vor. Und dann hoffe ich, dass wir zum 30. genug Geld haben für die Lohnkosten. Dass wir da nicht in die Miese geraten. Beziehungsweise können auch am 29. einfach verkaufen. Ja, da wurde nochmal gespritzt. Wolle haben wir gerade auch gekriegt, habe ich gerade gesehen. Da ganz oben links im Fenster. Eingeblendet. Von den Schafen. So, jetzt haben wir aber den 29. Jetzt möchte ich gerne gucken, was wir verkaufen können. Wir haben Wolle, die kann weg. Wir haben Käse, kann weg. Butter kann weg. Schafsmilch kann weg. Dann haben wir, dürfen wir genug für die Lohnkosten haben.
Da wird jetzt auch schon gegrubbert. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Zu niedrige Luftfeuchtigkeit anzeigen. Okay. Ja, dann muss das doch bewässert werden. Was fehlt denn? Ballenpresse und Anhänger. Okay. Ja, wächst. Ich würde aber gerne... Okay, es ist kein Arbeiter frei und kein Traktor. Du bist gleich fertig. Oder? Nee. Auch nicht. Das kostet wahrscheinlich so viel. Alle löschen, so. Nicht jetzt? Nee, kann ich immer nicht. Hm. Gut, also sobald ein Traktor frei ist, hoffe ich, dass der auch die Felder bewässert. Ist doch ganz schön trocken. Ich habe dann gesagt Anfang Juni. Genau, die haben kein Futter mehr. Oh, sind noch 23 Tage, dann gibt's Gras. Möchte was kaufen. Soja. Ja, den kaufen wir. Soja noch eben. Was können wir verkaufen? Gelben Käse und Ziegenkäse. Ich produziere 1000 Liter Käse. Haben wir ja gemacht. Also jetzt hätten wir rein theoretisch schon wieder genug Geld für das nächste Feld. Aber die Lohnkosten werden noch gleich abgezogen, deswegen gibt es jetzt kein nächstes Feld. Genau, da wurden die Lohnkosten abgezogen. Wie ist das hier in der Produktion? Läuft noch. Entschuldigung, ich habe den runtergefahren, damit deine Zeit nicht verschwindet. Jetzt komplett? Ja. Es kommt doch alles wieder ganz neu. Ansonsten, sag Bescheid, denn helfe ich dir. Ist okay, Schatz. Ich nehme aber immer noch auf. Ich weiß. Gut. So. Das war die erste. Nein, ist immer noch die erste. Ich bin immer noch in der Aufnahme, Schatz. Aber warum reden wir dann? Weil ich dich ganz doll lieb hab. Und weil es gerade nicht so schlimm ist. Schaffst du es nochmal still zu sein? Ja. Danke. Du bist ja mittendrin. Genau, und das war gerade mein kleiner Sohn. Der kam gerade von der Toilette zurück. So, gucken wir mal, was wir noch verkaufen. Ja, gelber Käse. Kuhmilch weiß ich noch nicht. Da müssen wir erstmal gucken, wie viel die Fabrik noch hat. Hier gibt es nochmal Butter. Die kann auch weg. Dann haben wir auch ein bisschen Geld. Nee, die Fabrik hat genug Milch. Das heißt, wir verkaufen die Kuhmilch auch. Und haben fast genug Geld für das Feld. So, genau. Düngen. Yep, hier ist er mit dem Wassertank rübergefahren. So, einen Moment. Würdest du mir Zigaretten mitbringen, bitte? So, dann beende ich aber jetzt die Folge. Wünsche euch alles Gute. Ja, ich rauche. Das Laster werde ich leider immer noch nicht los. Ne, rauchen ist nicht gut. Lasst euch das gesagt sein. Man sieht das am Beispiel an mir. Also wer raucht, einfach versuchen, keinen anderen Menschen damit zu schaden. Ich stelle mich auch immer draußen hin, wenn ich zu Hause bin, dass meine Kinder das nicht abbekommen. So, ich bedanke mich aber bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in der zweiten Folge Farmmanager. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao.